Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, wie ihr alles aus dem Netherreaktor behalten könnt, also die Materialien wie hier den Gold, das Gold und den Cobblestone und den Kern. Und zwar bauen wir uns erstmal ganz fix wieder einen Netherreaktor. So wie, also hier 5, so den Aufbau sollte man ja eigentlich mittlerweile kennen. So, dann setze ich hier kurz einen hin und da einen drauf. Ich will den, wenn ich jetzt hier den Kern setzen würde, würde ich den, ich weiß nicht, ob ich ihn aktivieren würde oder nicht, aber ich gehe da lieber kein Risiko ein, wobei ich es nicht glaube, weil es hat ja schon Sinn, dass er diese eine Form hat, die er denn tatsächlich hat. Da hinten seht ihr noch die Welt von meinem Update-Video, aber ich wollte hier ein bisschen abseits gehen. So, dann machen wir es folgendermaßen. Ihr haltet eine Spitzhacke bereit, die Goldblöcke schnell abbauen kann. Dann schlagt ihr den und fangt schon mal an, hier denn das Gold abzubauen, welches ihr dann auch mitnehmen könnt. So, hier noch, da war es schon zu spät, aber an sich könnt ihr alle Goldblöcke natürlich einsammeln. Hier war ich jetzt zu spät, weil ich geredet habe, aber ihr seht, wir haben 3 Goldblöcke und alles funktioniert noch, wie es auch vorher war. Irgendwie wird es immer Nacht, wenn man den Netherreaktor benutzt. Ihr seht es hier. Auf einmal ist wieder Nacht geworden. Ja, hier sind natürlich die ganzen Items, die auch wieder verschwinden. Ihr seht, man kann die Goldblöcke aufsammeln. Ich war jetzt einfach zu schusselig, das Ganze zu schaffen. Dann können wir jetzt hier noch machen, den Kern wieder rausnehmen. So, funktioniert auch ganz gut. Und dann bleibt halt diese Konstellation stehen. Diese Konstellation wird jetzt auch nicht mehr ausgehen. Das heißt, ihr werdet jetzt für immer so einen Dom hier haben. Ich weiß nicht, ich glaube, auf YouTube sieht man das eben. Es ist ein bisschen zu dunkel. Ich habe den Bildschirm schon auf größter Helligkeit und alles. Das heißt, ihr habt jetzt hier immer so eine tolle Figur. Eventuell empfiehlt es sich dahin, wenn ihr Probleme anschließend beim Tag- und Nachtwechsel habt, geht aus der Welt raus, startet das Spiel nochmal neu, dann sollte es in der Regel wieder funktionieren. Ansonsten baut ihr alles ab und startet das Spiel nochmal neu, dann funktioniert es garantiert wieder. Aber ihr seht, alle Items kann man so einsammeln. Wollte ich euch nur mal sagen, für alle, die sich darüber ärgern würden, was denn, dass man die Materialien verschwendet, ist ganz praktisch. Wird eventuell noch gefixt, also nutzt es, solange ihr noch könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ahoi Leute, bis dahin. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüssen.